Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Alfida und ich befürchte, dass sie irgendwo hinter diesen Mauern sein wird. Was siehst du da oben, Sühnen? Drei Schlüssel. Ich schätze, dass das doch ein bisschen länger dauern wird und ich ein paar Leute mehr ausschalten muss. Sie ist in dem Haus relativ mittig, so wie es aussieht. Okay. Na gut, dann. Würde ich sagen, schleiche ich mich mal an. Ich komme hier allerdings nirgendwo rüber. Moment, da muss ich jetzt. Was Oh. siehst du? Ja, ich sehe gar nichts, weil man hier überhaupt nichts sehen kann, gerade in dem Nebel. Die Frage ist: Gibt es hier irgendwo ein Tor? Da hinten ist ein Tor auf der linken Seite. Ja, im Endeffekt muss ich über das Tor durch, ne? Weil überall was im Weg steht. Also hier diese Palisadenzäune stehen. Und ich nicht davon ausgehe, dass ich da hochkomme. Ich kann mal Ich eben sollte keine schauen. Aufmerksamkeit erregen. Ja. Schon klar. Oder kommt man hier doch rein? Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Kann ich von oben irgendwo hin? Theoretisch ja. Praktisch weiß ich nicht. Ich kann auf das Dach rüber. Jetzt ist natürlich die Frage. Hilf mir, sei meine Augen. Ja, rein theoretisch könnte ich von oben dahin schleichen. Die Frage ist nur, ob sie mich dabei erwischen, beziehungsweise ob sie mich sehen. Das ist das, ne? Ja. Also ich vermute mal, dass sie da drin ist. Nein. Nein. So. Sie schaut nicht nach oben. Ja, nein. Du sollst dahin gehen, wo ich. Genau. So, jetzt ist die Frage. Ja, sie ist hier drin. Okay, das heißt. Oh. Dass der mich nicht gesehen hat, das war jetzt aber schon fast ein Wunder hier, ne? Das heißt, ich sollte mich am besten mal hier unten verstecken. Und mal einen nach dem anderen hier im Umkreis ausschalten. Oder komme ich hier so rein? Ich muss einen Schlüssel finden. Ach, natürlich komme ich nicht so rein. Oh. Der hat mich, glaube ich, gesehen. Kann das sein? Hier wird's nie langweilig. Ja, ich wollte eigentlich auch höchstens zwei haben. Der eine läuft da hinten rum. Okay, aber der kommt. Was geschieht da? Ja, der andere kann ruhig weitergehen. Komm. Komm, komm. Was ist Junge. jetzt wieder los? Och, mach hier nur. Komm, ich kann das nur hier im Gebüsch machen. Ich kann das nicht draußen machen. Sind es drei Leute, das ist nicht so günstig. Ja, komm ein bisschen schneller. Man findet hier keine Ruhe. Nee, tut man auch nicht. Also, mach hinne, komm ein bisschen schneller. Ja, komm, Wie komm. im Wespennest.
Ja, und was sollte man mit Wespennestern nicht machen? Genau, reinstechen, ne? Also komm. Damit du sterben kannst. Da braut sich was zusammen. Ja, so kann man es auch nennen. Komm. Komm. Braver Kerl. Wenn wir schon mal dabei sind, dann legen wir das ganze Lager hier um. Was? So. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Also, der Schlüssel, das ist der Typ. Da gab es aber noch einen anderen Schlüssel. Wo ist denn der jetzt hin? Ach so, der andere Schlüssel ist in dem Haus. Dann vermute ich mal ganz stark, dass der Schlüssel, den ich jetzt suche, in dem Haus ist. Du siehst mich, ne? Nein! Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Komm. Komm. Sehr schön. So. Da haben wir jetzt erstmal, hoffe ich, keinen mehr, der mich jetzt so sehen könnte. Könnte vielleicht schon, aber das im Moment auf jeden Fall nicht tut. Okay. Hoffen wir mal, dass das der richtige Schlüssel ist. Was haben wir denn hier noch? Nehmen wir doch mit. Ja, alles gut. Das muss Birstans geliebte Alfida sein. Ihren Mut haben sie jedenfalls nicht gebrochen. Nein, ist das euer Ernst? War das der falsche Schlüssel? Och, nee, na. Komm schon. Das ist doch scheiße. Ja, die Beleidigung habe ich bisher noch nicht gehört. Aber die ist auch nicht schlecht. Der sieht mich nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass er das war. Oh, ist doch nicht wahr. Leute, ernsthaft. Ja, komm her. Los. Jetzt mach schon. Ich habe keine Lust, mich jetzt mit dem ganzen Lager anzulegen, sondern ich bin lieber so ein bisschen, Was geschieht da? Es wird gepfiffen, Junge. Bist du wirklich so hohl in der Birne, oder? Was ist jetzt wieder los? Ja, komm her, dann siehst du. Geht doch. So, geht doch. Der Typ kriegt sowieso nichts mit da hinten. Die Frage ist jetzt... ach so, der Schlüssel liegt da. Das war gar nicht der... Okay, das ist natürlich doof. Was ist mit dem? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der hier vorne rumläuft und nicht da hinten. Scheiße. So weit weg? Na toll. Okay. Jetzt läuft da schon wieder einer rum. Wo kommen die denn alle her? Komm. Jesus, was passiert denn da? Jesus kann ja auch nicht mehr helfen, Junge. Hm.
So, die Frage ist nur, da oben ist noch einer, der runterkommen könnte. Aber sonst sind die eigentlich alle... Ja, geh mir nicht auf den Sack. Moment, davor. Ach, Moment. Hä? Zeig es mir. Da sind immer noch zwei Schlüssel. Oh, willst du mich verarschen? Ist nicht dein Ernst jetzt. Okay, wir sammeln jetzt einfach mal alle Schlüssel ein. Da sind Wildschweine drin, okay. Ich weiß nicht, ob der mich sieht, wenn ich hier hingehe. So, dann haben wir den schon mal. Ich würde dann ehrlich gesagt danach auch gerne gucken wegen Gold und Rüstung. Ja, wir versuchen es doch. Beziehungsweise ich versuche es doch. Ich weiß halt nur nicht, ob es der richtige Schlüssel ist. War das wirklich hier? Sind da so viele drumherum? Ey. Boah, ey. Das geht mir jetzt aber echt auf den Sack hier. Das weiß ich gerade nicht. Los, Sühnen. Ne, da müssen wir von links angreifen. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Ach so, das ist bestimmt der. Nee. Der oben ist immer noch oben. Hä? Okay. Jedenfalls ist er tot. Kann ich jetzt auch nichts gegen machen. So. Ja, ich muss mal eben was plündern. Ich würde dir ja gerne helfen. Ich bin auch auf dem Weg, dir zu helfen. Na, hast du es mitbekommen? Ja, komm. Guck nach. Ja, komm, Kleiner. Los. Eigentlich wären die Schweine ja auch eine ganz gute Ablenkung, ne? Hä? Was war denn das jetzt für ein Attentat, dass ich den nicht voll erwischt habe? Muss ich das jetzt verstehen? Der hat gesessen. Okay, Oh. Scheiße, jetzt habe ich alles angezündet. Das wollte ich nicht. Nein! Ich wollte erstens keine Aufmerksamkeit erregen. Es explodiert hier echt alles. Das geht nicht. Ja, toll! Och, Leute. Nein, hat man nicht. Komm her. Komm her. Ach, komm schon. Komm her. Geht doch. Unfertigkeitspunkte. Sehr schön. Oh. Kommt der denn jetzt schon wieder her? Ja, komm. Junge. Wieso ist das gerade eigentlich nicht rot geworden? Och, Leute.
Och, dein Ernst jetzt. Was ist jetzt schon wieder? Von mir aus soll auch der kommen. Dann kann ich den anderen vielleicht nur mit dem Ding hier treffen. Was? Ja, oder auch nicht, weil er das nicht annimmt. Ja, geil. Hallo. Hä? Der steht doch nirgendwo hinter. Was soll denn der Quatsch? Wieso kann ich den nicht im Kopf treffen? Ach Junge, dein Ernst? Jetzt backst du jetzt da rum oder was? Na, endlich. Ich könnte natürlich auch einfach reinlaufen, aber... Macht ja nicht so viel Spaß, ne? So. Dieser Schlüssel sollte Alfidas Käfig öffnen. Ja, toll, das sagst du mir jetzt. Geil. So. Ja, eins dieser Sackgesichter kommt jetzt. Okay, mich wird sie nicht gemeint haben, aber... So, ja, dann haben wir natürlich alle Schlüssel zu allen Dingern hier. Hi. Ihr sperrt mich hier ein wie ein Tier? Ihr schwanzgesichtigen Affen! Was geht hier vor? Du gehörst nicht zu denen. Nein, ganz ruhig. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich kann nicht gehen. Mein Knöchel. Ach, deswegen soll ich dich tragen, sanft, okay? Zu mir. Dann werde ich dich tragen. Tue ich doch schon. Wer bist du, dass du so viel riskierst, um mich zu retten? Eine Freundin. Von Elorik? Geht es ihm gut? Der arme Junge. Nicht von deinem Bruder. Von jemandem, der eine Freundschaft wiederbeleben will. So, wir müssen aber mal kurz einen kleinen Abstecher machen, Mädel. So. Oh, wegen Kupfernickelbarren. Ist das euer Ernst? Oh, jetzt habe ich sie mal eben... Geh mir mal aus dem Weg. Jetzt habe ich sie mal eben abgelegt. Das wollte ich gar nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben da hinten die Rüstung. Oder nee, das ist die Rüstung. Und da hinten ist wahrscheinlich noch ein Barren oder sowas. Hier ist die Rüstung drin. Ist das richtig? Ich glaube eher nicht, oder? Nee, meine ich doch. Aber hier kann man auch was looten. Sehr schön. Wo kommt die jetzt schon wieder her? Hallo? Ach, legt die immer ab, wenn die lootet oder was? Ist das dein Ernst? Warte, ich komm. Ich nehm dich wieder mit. Aber schön ruhig sein. Dich hier mal eben ablegen. Oder? Sühnen, leite mich. So, das ist vorne bei den Büschen und das andere ist quasi im Vorort, wenn man so will. Aber die gehen jetzt wieder raus, ne? Bis auf der eine. Pass auf, ich nehme dich mit. Sei mal eben schön leise hier.
Was geht da vor sich? Komm hoch. Komm. Ich muss nämlich da hinten ans Gold ran. Ach komm schon. Kannst du klettern? Sehr schön. So. Breite deine Flügel aus. Schauen wir mal eben. Ich glaube, das ist nur der Typ, den ich hier anlocken muss. Ne? Der hat das Gold. Naja, nur ist gut. So sehe ich unheimlich gut, ja. Och Leute, euer Ernst jetzt. Ist da oben eigentlich auch einer? Nee. Gut, dass ich die da hinten hingelegt habe. Ja, komm, lauf ein bisschen schneller. Was geht da vor? Hey, Moment! Nix Moment, du bist jetzt tot. So. Keine Ahnung, warum ich die anderen nicht schießen kann, aber... Das war ich nicht. La la la. Was passiert denn da? Warte mal. Du stirbst, das passiert dir. So schlimm, ne? Hä? Wo läuft der hin? Ist der doof? Okay. Die Frage ist nur, ob der jetzt nochmal wiederkommt. Vielleicht steht jetzt wie blöd da hinten. Da kann ich mich, glaube ich, nicht verstecken, oder? Aber der kommt gerade so schön hier rein. Das ist nett von dir. Das ist weniger nett von dir. Schütze mich. Was geht davor? Nichts geht davor. Komm her. Na komm. Der eine läuft immer noch ein bisschen kopflos hinten in der Gegend rum. Ach Gott, die anderen sind wenigstens hier hochgeklettert. Du musst jetzt auch noch den Umweg über die Treppe nehmen, oder was? So, was ist mit dem einen? Der kommt jetzt so langsam aber sicher wieder zurück, ne? Dein Ernst jetzt? Wie sieht der mich denn bitte durch zwei Absperrungen hindurch? Vor allen Dingen, warum ist die jetzt aufgestanden? Och, Junge, beeil dich mal ein bisschen. Wir haben noch keine Zeit. Und ich will auf jeden Fall noch den Typen da hinten plündern, der schon gestorben ist, glaube ich, ne? Ich gehe gleich runter, echt, ey. Komm. Ja, weiter. Gott, was ist denn jetzt? Ja, was wird wohl sein? Du sollst dich bewegen, damit ich hier endlich vorankomme. Ich kann auch wie so ein wütender Berserker hier durch die Gegend. Hey, Moment! Durch die Gegend laufen, aber ich finde irgendwie diese Taktik ganz lustig, deswegen... Moment, aber der Typ... Keine Ahnung, was damit jetzt ist. Doch, der liegt noch da, deswegen. Okay. Scheint dem da oben ja nichts ausgemacht zu haben, dass ja alles explodiert ist. Anscheinend kommt das schon mal öfter vor, ich weiß es nicht.
Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Ich drehe mich um. Ah, Kupfernickelbarren, ich hab's gewusst. Nee, ich will keine Kupfernickelbarren mehr. Naja, gut, okay, wenn man natürlich noch andere Sachen bekommen. Zeig mir, was vor uns liegt. Ach, da. Da, wo der Typ jetzt gerade rumläuft. Das ist natürlich nicht so günstig. Bleibt der da stehen oder geht er weiter? Ne, der geht weiter. Oh, das kriegt der doch nicht mal mit. Ist das dein Ernst? Jetzt denke ich, ich kann den so ein bisschen aufmerksam machen. Ja, da hinten brennt es, Junge. Komm mal gucken. Vielleicht kann ich dich dann rufen. Ach, dein Ernst jetzt. Wonach guckt der denn jetzt? So, okay. Schätzelein, dich nehme jetzt mal mit. Wir müssen nur noch mal kurz einen kleinen Schwenk machen. Da hinten ist auch noch Reichtum drin. Nein, ich leg dich mal kurz hier ab. Wir müssen nur mal kurz einen kleinen Schwenk machen. Dann bin ich sofort für dich da und kann dich befreien. Irgendwo hier. Och, Mann, geh doch mal weiter. Hier oben drauf, oder was? Aha. Sehr schön. Auch Vorräte dabei. Das ist noch besser. War, glaube ich, der da oben, ne? So. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht gut aus. So, Moment. Von wo sind wir jetzt gekommen? Achso, ich bin da rumgeklettert, ne? Ich muss sehen, was du siehst. Ja, müssen wir mal eben schauen. Moment, da ist auf jeden Fall ein Ausgang und da ist, so wie ich das sehe, auch gerade keiner. Ich verliere gerade die Orientierung. Moment. Das war, glaube ich, in die Richtung, ne? So. Das sind Bauern. Oh, jetzt kommt der Typ hier auch noch an. Ist das dein Ernst? Ich muss dich nochmal kurz hier ablegen. Ja, ist aber keiner da. Der ist jetzt nicht ernsthaft am Brennen, oder? Das war jetzt geil. Sag mal, ich bin hier extra das Ding am Entzünden, in der Hoffnung, dass der vielleicht doch ein bisschen was davon abkriegt. Was macht der Idiot? Geht kurz ins Feuer rein, ist direkt wieder gelöscht, aber geht noch nicht mal gucken, woher das Feuer kam. Och, Leute. Junge, geht zu den Schweinen, ganz ehrlich. Ja, komm. Kommst du jetzt mal gucken vielleicht? Nee, der haut einfach ab. Was ist denn das für eine Lutscher? Ernsthaft jetzt? Ja, komm. Geh doch einfach mal nachgucken. Ja, es bringt nichts, wenn du jetzt deine Gegend rumschlägst. Komm mal hier auf die andere Seite des Torbogens. Oh, das ist dein Ernst, ey. Lutsche.
jetzt wüsste, dass der jetzt da dumm rumsteht, dann würde ich mich von hinten anschleichen. Ja, komm. Ja, endlich hast du dein Gehirn mal eingeschaltet. Jetzt komm endlich her. Los. Zackig. So ist schön. Dich nehmen wir wieder mit. So, ich will jetzt nicht noch irgendwelche Überraschungen dieser Art haben. Der hat die ganze Zeit vor einem Busch geguckt, oder was? So, Was siehst du, alte Freundin? Da komme ich ja theoretisch raus, oder? So. Aber nur, wenn ich dem Typen nicht in die Arme laufe. Och, ist das dein Ernst? Ey, kannst du noch nicht mal mit jemandem hier im Arm gemütlich rausschlendern? Na komm. Bisschen schneller. Kannst du mich noch nicht hören? Ja, so ist brav. Tut mir leid, ich muss den Typen jetzt gleich mal auf dich draufschleudern. Vorausgesetzt, das Attentat funktioniert. Ja, Junge, hier ist ein Vögelchen. Komm her. Ja, guck dir das kleine Vögelchen an. Na los. Ja. So ist brav. Tut mir leid. Ich weiß, der Kerl ist so schwer gewesen. Hier raus, ja. So, theoretisch müssten wir jetzt hier raus sein. Ja, perfekt. Die Frage ist nur, wo soll ich sie jetzt eigentlich hintragen? Okay, ja. Tut mir leid, dass ich dich jetzt so hinten drauflege. Sie schlugen dich. Das ist natürlich nicht schön. So, bald wirst du mit deiner Jugendliebe wieder vereint sein. Oder vielleicht warst du nur seine Jugendliebe. Das weiß ich natürlich nicht, aber... Mein Knöchel. Oh, diese Schmerzen. Ja, aber besser, als wenn du noch da hinten drin wärst. Also stell dich jetzt nicht so an. Tut mir leid für das kleine Bad. Sanfter. Bei den Heiligen. Bitte. Du bist ruhig. Schwester. Du bist bald in Sicherheit. Ja, ja, ja. Kann ich die ja auch mal runterholen? Hallo. Das wäre ganz schön. Jetzt. So. Bitteschön. Ruh dich nur aus. Bald wirst du wieder auf den Beinen sein. Alfida! Hat man dir wehgetan? Es braucht schon mehr als ein paar Weichlinge, um meinen Willen zu brechen. Einen Knaben halb tot zu schlagen, weil er ein Brot stibitzt hat? Nicht mit mir. Knurrende Mägen bedeuten diesen Mietklingen nichts. Elorik, sieh dir die Welt an. Sie ist grausam und finster für alle, die nicht für sich selbst einstehen können. Alfida, können wir unter vier Augen sprechen? Er ist ein guter Junge. Doch ohne einen Vater, der ihn aufzog, ist er leider etwas verweichlicht. Okay. Du hast ihn allein aufgezogen? Wo waren eure Eltern? Sie starben durch die Seuche, als er 3 Monate alt war. Und Freier machen einen großen Bogen um dich, wenn du ein Kind an der Zitze hast. Doch nun zu dir. Warum hast du nach mir gesucht? Ich bin auf Geheiß des Aldermanns Birstan hier. Er fragt sich, ob du ihn noch mal lieben könntest. Ihn lieben? Der gute Birstan. Er erinnert sich noch. Oh ja,
Ich habe selbst manches Mal an ihn gedacht. Doch mit meinem Bruder am Rockzipfel hatte ich keine Zeit, ihm nachzutrauern. Er hat immer nur an dich gedacht. Und da seine Frau nun ins Frankenreich zurückkehrt, hat er mich zu dir geschickt. Wie sollte das gehen zwischen ihm und mir? Ich bin eine arme Frau, das war ich schon immer. Aber der Aldermann, oh Gott, steh mir bei. Ich wage es. Wie könnte ich auch nicht? Herrgott. Er kommt, wenn du ihn rufst. Wenn das Feuer entzündet wird, reitet er her, um dich zu treffen. Elurik, komm her und setz dich zu uns. Ich muss dir etwas sagen. Frohe Kunde. Findet er wohl eher nicht. Meine Apfelblüte. Bist du es wahrhaftig? Ich bin's. Auch wenn sich jetzt die Krähenfüße um meine Augen scharen. Sie leuchten noch immer wie damals, als wir Kinder waren. Hat Eivor dir alles erzählt? Ja, das hat sie. Und wirst du mich nehmen, Liebste? Mein Herz mag vor Aufregung zerspringen. Okay. Und dieser junge Bursche ist Elurik, Alfidas Bruder. Hallo, eure Hochwohlgeborenheit. Ich bin Birstan, nicht mehr, nicht weniger. Und du bist ein feiner Jüngling von... Wie alt bist du? 19 Sommer. Er ist meine ganze Familie, Birstan. Wenn ich bleiben soll, musst du uns beide in dein Herz schließen. Damit ist eine Hälfte unseres Handels abgeschlossen, Birstan. Ich melde mich, wenn ich etwas Neues weiß. Heißt das, wir ziehen aus Meldun weg? So ist es, Bursche. Ihr kommt zu mir nach Colancaster. Vielleicht kann ich dir die Freuden der Jagd nahebringen. Elurik, bevor ihr geht, empfehle ich dir einen langen und langsamen Spaziergang um den See. Und nun zur Entführung. Estrid erwartet mich schon. Lieber Birstan, ich kann nicht glauben, dass du zu mir kommst, nach all den Jahren. Ja, wir haben ja noch was zu tun. Und ich befürchte, ich kann, doch jetzt im Moment reden sie gerade nicht. Ja, ich mache es kurz und schmerzlos, weil das Ganze doch ein bisschen länger gedauert hat. Ich hätte auch einfach reinstürmen können, ich weiß, und die alle platt machen können, aber ganz ehrlich, ich liebe es einfach so aus dem Hinterhalt zu agieren. Und ich liebe diese Attentate, deswegen, seht es mir nach, dass das meine Hauptspielweise ist. Was man natürlich beim Plündern oder so nicht machen kann. Da läuft man ja auch einfach mitten rein und haut ja jeden zweiten den Kopf weg. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns um die Entführung kümmern. Und wie gesagt, kurz und schmerzlos. Bis zur nächsten Folge. Ciao.